Du versuchst seit Tagen, Wochen, Monaten oder sogar Jahren ein Gewicht zu erreichen. Du möchtest gerne abnehmen und ein ideales Gewicht haben. Aber was ist eigentlich ein ideales Gewicht? Vielleicht hast du es schon, nur weißt es nicht. Also, in diesem Video wollen wir genau diese Frage beantworten. Wie berechnet man eigentlich ein ideales Gewicht? Was sagt die Wissenschaft? Wann hast du dein ideales Gewicht erreicht? Wir werden uns gleich mit 6 verschiedenen Berechnungsarten des idealen Gewichtes beschäftigen. 3 davon sind sehr, sehr ähnlich, unterscheiden sich aber durch bestimmte Faktoren oder konstante Werte, die in den Formeln genutzt werden. Die anderen ziehen in Betracht zum Beispiel Körperbau, Geschlecht oder sogar Alter. Alle diese 6 werden wir durcharbeiten, ich werde euch die erklären und wir werden auf Basis meiner Daten entsprechend ideales Gewicht dann für mich berechnen, um festzustellen, wie weit weichen sie voneinander ab bzw. wie weit unterscheiden sie sich. Es gibt verschiedene Wege, verschiedene Formeln, nach denen man entsprechend ideales Gewicht berechnen kann. Wir fangen mit der Divine-Formel an. Und zwar besagt diese Formel, dass man 50 Kilo bei den Männern und 45,5 Kilo bei den Frauen nimmt, dazu dann auf jeden 2,54 cm Körpergröße ab einer Größe von 152,4 cm 2,3 Kilo bei den Männern und 1,41 Kilo bei den Frauen dazu addiert. Also, man nimmt 2,3 Kilo bei den Männern bzw. 1,41 Kilo bei den Frauen pro Zentimeter Körpergröße, das über 1,52 Meter dazu gerechnet wird. Also, Körpergröße minus 152,4 cm und dann alle 2,54 cm. Das bedeutet, auf jeden 2,54 cm, das nach 152,4 cm kommen, bis zur entsprechenden Körpergröße, nimmt man bei den Männern 2,3 Kilo dazu, beziehungsweise bei den Frauen 1,41 Kilo dazu. Also, Körpergröße minus 152,4, das ist die Differenz, und dann pro 2,54 cm. Also, pro 2,54 cm bis zu maximale oder eigene Körpergröße ab 152,4 addiert man 1,41 oder 2,3 Kilo dazu. Ein Beispiel, Beispielberechnung, bei mir wäre das so, also 50, weil ich ein Mann bin, plus 2,3, ich bin 1,90 Meter groß, also 190 cm, minus 152,4 und dann alle 2,54 cm dazu gerechnet. Wenn man das so entsprechend ausrechnet, kriegt man ein ideales Gewicht bei mir von 84,0 Kilo. Also mein ideales Gewicht berechnet nach der Divine-Formel wären 84 Kilo. Die zweite Formel, die ich euch vorstellen möchte, ist die Robinson-Formel. Die Robinson-Formel ist sehr ähnlich zur Divine-Formel, allerdings unterscheiden sich die Parameter, die man nutzt, also die Konstanten. Wenn wir das auf mein Gewicht beziehen, beziehungsweise meine Daten, dann nehmen wir also 52, weil ich entsprechend ein Mann bin, 1,9 mal 190 cm minus
152,4 geteilt durch 2,54 ist gleich 80,1 Kilo. Das heißt, berechnet nach der Robinson-Formel ist mein ideales Gewicht bei 80,1 Kilo. Die dritte sehr ähnliche Formel, die sogenannte Müller-Formel, und genauso wie die Wein- oder Robinson-Formel ist sie sehr, sehr ähnlich, nur die Parameter unterscheiden sich. Wenn ich das für mich berechne, dann ist es wie folgt: 56,2 plus 1,41 mal 190 minus 152,4 geteilt mit 2,54 ist gleich ziemlich genau 77 Kilo. Die nächste Formel, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist die Kreff-Formel. Bei der Kreff-Formel gehen zum ersten Mal zwei wichtige Parameter in die Berechnung mit hinein. Zu einem die Bauform des Körpers und Alter. Das sind aus meiner Sicht zwei sehr wichtige Größen. Und zwar lautet die Formel so: Körpergröße minus 100 plus Alter geteilt durch 10. Und dann das Ganze mal 0,9 mal bei den Menschen, die etwas größer gebaut sind, sage ich mal, mal 1,1. Bei den Menschen, die zierlich gebaut sind, mal 0,9. Alles andere bleibt entsprechend gleich. Wenn man das jetzt bei mir berechnet, wäre das wie folgt. Ich bin 119 cm groß, minus 100. Ich habe 48 Jahre, das geteilt durch 10. Und dann das Ganze mal 0,9 und mal 1,1, da ich je eher breiter gebaut bin. Es kommt ein Körpergewicht, ideales Körpergewicht von 93,8 Kilo raus. Die einfachste Formel zur Berechnung des Idealgewichtes ist die sogenannte Brocker-Formel. Bei mir wäre das also 190 cm minus 100 minus 0,1 mal 190 minus 100. Und wenn man das ausrechnet, kriegt man 81 Kilo als Idealgewicht. Wieder eine andere Zahl. Zum Schluss sei es noch angemerkt, dass man auch BMI zur Berechnung des idealen Gewichtes nutzen kann. Es gibt dann im Internet Tabellen, die besagen, in welchem Alter man was für ein BMI haben sollte. Zum Beispiel für die Leute, die zwischen 35 und 54 Jahre alt sind, empfiehlt sich ein BMI zwischen 23 und 28. Um ideales Gewicht zu berechnen, nehme ich dann, für mich zum Beispiel in diesem Fall, nehme ich den Mittelwert, das wären 25, also ideales BMI für mich wäre 25. Das nehme ich, setze in die Formel ein. Daraus kann man einen Wert errechnen von 90,25 Kilo als Idealgewicht. Durch diese verschiedenen Formeln, die ich euch vorgestellt habe, ist es sehr klar und sehr eindeutig geworden, dass viele verschiedene Formeln viele verschiedene Werte liefern. Das bedeutet, es ist gar nicht so eindeutig und dementsprechend auch nicht einfach oder leicht, ideales Gewicht zu berechnen. Ist auch klar, weil ideales Gewicht hängt eigentlich von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, was ist das, was ich mache in meinem Leben? Abhängig davon kann es ein bestimmtes Idealgewicht geben. Wenn ich ein professioneller Marathonläufer bin, selbstverständlich muss ich wenig wiegen, damit ich mich besser bewegen kann. Vor allen Dingen, wenn ich so ein Idealgewicht mit einem professionellen Bodybuilder und seinem idealen Gewicht vergleiche, da sind natürlich riesen Unterschiede. Seine Muskelmasse ist wesentlich höher und sein ideales Gewicht liegt natürlich wesentlich höher. Also es kommt darauf an, was man macht. Es kommt auch darauf an, wie man sich selbst gefällt, wenn man sich im Spiegel anschaut. Es kommt auch darauf an, wie man sein möchte, beziehungsweise bei welchem Gewicht fühlt man sich insgesamt am besten. Und genau dieses Gewicht, bei dem ich mich am besten fühle, am wohlsten fühle, das ist mein ideales Gewicht. Das kann man eigentlich nicht so wirklich berechnen. Das ist eher eine Gefühlssache. Bis zum nächsten Video. Tschüss!